Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich ein schönes Projekt für euch. Heute machen wir Jeansperlen. Das passt ja im Moment gerade so gut zu diesem Boho, Gypsy Style, Fashion, Shabby Look, wie auch immer. Und Upcycling ist ja sowieso gerade der große Trend. Alte Jeanshosen haben wir zu Hause sowieso rumliegen. Deswegen denke ich, ist das ein schönes Projekt, wenn man ein bisschen Langeweile hat. Oder auch, wenn ihr mal einen Geburtstag, so einen Kindergeburtstag, Teenager bespaßen, Ferienprojekt oder für euch selber, weil ihr was Schickes machen wollt, was sonst keiner hat. Diese Jeansperlen werden eben einfach aus alten Jeanshosen gemacht. Das ist ganz einfach. Ansonsten braucht ihr dazu Basismaterial, was jeder Perlenbastler eigentlich sowieso zu Hause hat. Also wir brauchen Eyepins, wir brauchen Biegeringe und wir brauchen irgendeinen Verschluss. Ich habe am liebsten diese Magnetverschlüsse. Das finde ich beim Armband immer total klasse, weil man sich das so schön alleine anziehen kann. Und die sind auch sehr fest. Ihr braucht also keine Angst haben, dass ihr das Armband verliert. Man muss also schon wirklich ein bisschen Kraft aufbringen, damit das auf und zu geht. Die Materialien gibt es alle bei uns im Online-Shop. Könnt ihr alles bestellen. Ich zeige das nachher auch nochmal genau. Gibt auch am Ende noch eine Liste, damit ihr wisst, was ihr in den Warenkorb legen müsst, wenn ihr euch die Sachen kaufen wollt. Oder ihr guckt einfach mal, was zu Hause so rumliegt. Fangen wir mit den Jeanshosen an. Die liegen ganz bestimmt rum. Man braucht also einfach von der Jeanshose einen Hosenbein. Und dann schneidet ihr euch davon Streifen ab. Wirklich einfach einmal über das Bein drüber. Und bitte über die Naht schneiden, weil diese Nahtstelle, die brauchen wir gleich noch. Das werdet ihr nachher sehen. Es ist ja klar, dass es darauf ankommt, wie breit der Streifen ist, so breit ist am Ende auch die Perle. Wenn ihr das nachher aufrollt. Seht ihr hier in dem Armband oder in der Kette? Moment. Ja. So, das entspricht so in etwa dieser Breite. Dann habe ich eine ganz breite. Da habe ich noch ein bisschen Spitzenband draufgeklebt. Das gibt es auch bei uns im Online-Shop. Oder Restchen, die ihr irgendwie habt von Geschenken oder sowas. Da ist ja manchmal so Spitze dran. Die muss man nicht wegwerfen. Die kann man dann damit wieder aufarbeiten. Das wird einfach aufgerollt und je nachdem, so breit ist dann eben die Perle, wie euer Stoffstreifen. Es gibt verschiedene Techniken, wie man diesen Stoff aufwickeln kann. Damit kriegt man dann noch eine andere Form hin. Ich habe hier so diese Päckchen zum Beispiel gemacht. Das zeige ich euch nachher. Wie man das macht, das ist auch nicht schwer. Und dann kriegt ihr mehr so eine eckige Perle. Und wenn ihr ein bisschen experimentierfreudig seid, fällt euch sicherlich noch eine ganze Menge ein, auf was ich gar nicht gekommen bin. So, dann fangen wir einfach mal an. Ich hatte euch ja gesagt, diese Nähte, die sind wichtig, weil durch diese Nähte bekommt die Perle ein Zentrum. Einmal ist das jetzt einfach das Hosenbein abgeschnitten. Tun wir mal zur Seite. Und ich schneide mir die Sachen dann immer bei diesem Naht, hinter der Naht einmal ab, damit ich auf jedem Streifen einmal dieses Nahtteil hier habe. Einmal da, einmal da. Zwei Perlen. Wunderbar. Das ist deswegen gut, wenn man das gleich aufrollt und das hier dann so einklappt, dann passt da nachher richtig gut dieser Pin durch, den wir durchstecken, um eine Perle draus zu machen. Jetzt kommt da einfach Kleber drauf. Ist auch total egal, was für einen. Ich habe solchen Bastelkleber, den habe ich mal auf irgendeiner Messe gekauft. Der klebt ziemlich gut, aber ich denke, dass also jeder Bastelkleber, jeder gängige funktioniert. Das muss nicht extra Stoffkleber sein. Stoffkleber ist ja nur dann wichtig, wenn man die Sachen wäscht. Und ja, also ich stecke meinen Schmuck nicht in die Waschmaschine. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. So, jetzt ordentlich Kleber da drauf. Das muss ein bisschen durchfeuchtet sein. Nicht kladdernass, aber ne, seid da nicht so ganz so sparsam, sonst greift das nicht so gut. Und wenn man dann einen kleinen Moment wartet, dass das Ganze sich so ein bisschen ja, minimal antrocknet, dann greift es besser beim Aufwickeln. So, jetzt habe ich hier die Nahtstelle und die klappe ich dann einfach so ein. Und da ist mit Absicht kein Kleber, damit da nachher das nicht verkleistert und hart wird innen drin, damit da der Pin durchpasst. Und jetzt wird einfach aufgewickelt. Schön rollen. So dick, wie ihr die Perle haben wollt. Da müsst ihr dann zwischendrin mal gucken. Ich hätte es gerne noch ein bisschen größer. Dickere Walze. Ja, so ungefähr. Das reicht. So, jetzt habe ich da hinten ein Stück über. Schneidet man dann einfach ab. Fertig. Zur Seite legen. Wer weiß, für was man es noch braucht. So. Und jetzt habe ich ein bisschen Kleber an Fingern, das ist ganz gut vom Wickeln, denn dann kann man das hier einfach so zusammendrücken. Und dann habt ihr auch hier alles, was hier so übersteht, kann man damit nochmal reindrücken. Und dann kleben die Fusseln fest oder ihr schneidet es einfach ab. Hier ist jetzt nicht genug Kleber drauf, seht ihr, das legt sich nicht an. Also machen wir nochmal ein bisschen.
bisschen hinterher. Bisschen verstreichen und trocknen lassen. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo ihr an eurer Perle noch rumschneiden könnt, wenn die euch also jetzt vielleicht doch zu breit ist. Die komplett durchschneiden, ja, wenn man genug Kraft hat, würde das wahrscheinlich gehen, die zu halbieren. Aber ich mache das meistens hier so, wenn ich so Fusseln habe, die ich nicht mag, die schneide ich dann hier nochmal ab und bringe das ein bisschen in Form. Jo, und dann muss der ganze Spaß ein bisschen trocknen. Dann nehmen wir einfach einen Eyepin und den kann man dann hier durchstechen. So, und das wäre dann schon fast die Perle. Jetzt sieht es aber noch nicht hübsch aus, also brauchen wir ein bisschen was zum Verzieren. Damit es einen schönen Übergang gibt, nehme ich am liebsten solche Scheiben. Die kommen rechts und links einfach drauf auf die Perle. Und dann irgendwelche hübschen B-Cones in den Farben, die euch am besten gefallen. Ich habe jetzt diese, wir haben jetzt diese neuen Jeans-Blautöne im Shop, die haben wir gerade reinbekommen. Die sind einfach total toll. Mir gefällt das zu Jeans total gut. Und ihr könnt aber einfach auch mal gucken, was ihr noch so habt. Überlegt es euch. Kann man ja auch mit einer Kontrastfarbe, mit Rot oder einfach nur mit Glas klar, dass es ein bisschen glitzert. Geschmackssache, was euch am besten gefällt. Einfach auf den Pin geben, den Pin da durchfriemeln und auf die andere Seite nochmal. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wie man eine Öse biegt. Das Wichtigste ist, dass ihr schaut, dass die Öse wirklich möglichst nah an, an der Perle dran ist, dass ihr das alles auf den Pin nach unten schiebt. Wenn die Öse zu viel Abstand hat zu der letzten Perle hier, und dann rückt euch das auf dem Pin immer hin und her. Und das sieht in der Kette oder im Armband dann überhaupt nicht schön aus. Also ist der Trick, das alles irgendwie nach unten zu schieben und festzuhalten. Das ist ein bisschen fummelig, aber naja, das ist Übungssache, das kommt mit der Zeit. Wir brauchen hier ungefähr 1 cm für die Öse. So in etwa. Abgeschnitten. Und jetzt im 90-Grad-Winkel den Pin oben umbiegen. Ja, seht ihr das? Schöner 90-Grad-Winkel. Und dann wird das einfach aufgerollt. Ihr seht ja, die Zange, die wird... ist oben schmaler und wird nach unten immer breiter. Und je nachdem, wo ich dann eben ansetze, ist natürlich meine Öse größer oder kleiner. Ich nehme immer so ungefähr die Mitte. Das ist für mich die beste Ösengröße. Das müsst ihr einfach ausprobieren, wo ihr da am besten klarkommt. So, festhalten und dann einfach drehen. Einfach aufwickeln. Bis ihr drüben auf der anderen Seite angekommen seid. Und dann muss man schauen, dass die richtig sitzt, die Öse. Muss man vielleicht nochmal nachjustieren. So, jetzt ist sie noch ein bisschen offen. Machen wir sie zu. Und dann sitzt sie genau in der Mitte, wo sie hingehört. Und dafür brauchen wir eben den 90-Grad-Winkel, denn wenn man den Pin gerade lässt und dann die Öse biegt, dann habt ihr die Öse entweder rechts oder links von der Perle sitzen. Und das heißt, die hängt im Armband, entweder hängt die dann so runter, dann ist das so wellenförmig, das sieht nicht schön aus. Deswegen braucht ihr den 90-Grad-Winkel, damit die wirklich richtig schön mittig sitzt, die Öse. Wenn wir jetzt aber eine andere Form noch herstellen wollen, hatte ich ja versprochen, dass ich euch das zeige, wie das geht. Nämlich diese hier. Na, diese Päckchenform. Da muss man die Perle einfach anders wickeln. Ihr braucht einen relativ schmalen Streifen dafür. Seht ihr hier? Das ist ungefähr diese Breite. Und auch da kommt dann ordentlich Kleber drauf. Da ist dann das mit der Nahtstelle nicht mehr so wichtig. Da braucht man nachher einfach ein bisschen Kraft. So, und jetzt wird einfach, das soll ja eckig werden. Das heißt, wir machen das so, dass wir hier ein kleines Viereck haben. Legen wir so ein paar aufeinander und drücken das platt. So. Und dann wird das einfach hier, seht ihr das, über die Ecke gelegt. Ecke und hier drumherum gefaltet. So. Dass das jetzt hier so ein bisschen tütig aussieht, macht nichts. Das verschwindet gleich hier, weil das Jeanszeug da ja wieder drüber gezogen wird. So. Seht ihr, jetzt kriegt das schon ganz langsam so diese Päckchenform. Ein paar Mal drumrum und dann nochmal. Einfach über die Ecke falten. Das müsst ihr dann eben auch wieder so lange machen, bis die Perle die Form hat, die ihr wollt, mit einem Streifen, so breit oder so schmal, wie es euch eben gefällt. Logisch, je breiter der Streifen, umso dicker die Perle am Ende.
Aber ihr seht, wenn man jetzt ein bisschen drückt noch, das ist jetzt diese Päckchenform, die wir hier haben. So, jetzt haben wir diese kleine Perle. Dieses Päckchen haben wir ja fertig. Und da muss jetzt irgendwie die Nadel durch. Und das ist jetzt so ein bisschen Arbeit. Ich hoffe, dass die jetzt nicht gleich auseinanderfällt, weil die jetzt noch nicht so lange getrocknet ist. Denn da muss man jetzt einfach mit der Nadel durch. Karamba, die ist schön spitz. Kann man gut machen. Gibt es auch bei uns im Online-Shop. 2 Euro. Gute Investition. Super Werkzeug. Und um das Eckige so ein bisschen zu unterstreichen, könnte man dann zum Beispiel einfach solche eckigen Strassquadrate oder solche eckigen Teile dazwischen geben. Ne? Dann habt ihr euer Loch, da piekst ihr das einfach durch, macht vorne und hinten drauf, was auch immer euch gefällt. Und dann habt ihr eure Päckchenperle. So einfach geht das. So, jetzt kommt der Fun-Part. Jetzt bauen wir den ganzen Spaß zusammen. Ich würde dafür empfehlen, die extra starken Biegeringe zu nehmen. Die regulären Biegeringe, die sind zu weich. Wenn da Zug aufs Armband kommt, dann gehen die auf und dann verliert ihr das Armband und das wäre ja schade. Die extra starken sind so fest, da kann das auf gar keinen Fall passieren. Der Trick bei den Biegeringen ist, die eben richtig zusammenzubiegen. Da denkt man so, ja, wie schwer kann das sein? Aber es ist immer wieder ganz erstaunlich, wie oft das verkehrt gemacht wird. Wenn ihr euch den jetzt mal anschaut, den Biegering hier, dann seht ihr, dass der seitwärts voneinander verbogen ist. Also der geht nach da und nach da weg. Und so muss der auch zugemacht werden. Das heißt zusammendrücken. Einfach zwischen die Zange legen und zusammendrücken das Ganze. Und dann geht der glatt zu. Wenn ihr den Biegering so auf und zu biegt, voneinander weg und wieder zusammen, dann verliert er seine Rundung. Dann wird er bäulig und dann schließt er nicht mehr richtig ab und ihr kriegt ihn nie wieder rund. Deswegen also immer gegeneinander verschieben, auf und zu machen. Und nicht so auf und zu, okay? Also hängen wir jetzt einfach die Perlen da ein. So in der Reihenfolge, wie ihr sie halt eben haben möchtet. Und der Spar, ja, festhalten und dann eben oben einfach zusammendrücken. Flupp. Und wenn es gut läuft, schließt der glatt ab. Und wenn nicht, dann muss man halt mit der Zange noch mal ein bisschen nachstellen. Aber wenn ihr euch das jetzt anschaut, seht ihr, der ist glatt und einwandfrei zu. Weil er eben einfach zugedrückt wird und nicht auf und zu gebogen wird. Und dann hängt ihr jetzt einfach alles aneinander, so wie es euch Spaß macht. Ihr könnt eure Perlen dann auch noch ein bisschen verzieren, könnt ein bisschen Spitze draufkleben oder ein paar Strasssteinchen, was ihr so an Deko habt. Mal gucken, in den Kästchen fliegt doch so alles Mögliche rum. Dann könnt ihr eure Perlen natürlich auch noch verzieren mit ein bisschen Spitze oder ein paar Strasssteinen. Wie es euch gefällt. Jetzt war er zu. Seht ihr? Und durch den Ring ist es eben auch schön locker und legt sich dann gut, das Armband. Und hier habe ich zum Beispiel einfach ein bisschen so Spitzenbändchen drum geklebt. Die haben wir bei uns im Shop, die könnt ihr auch bestellen bei uns. Oder mal ein paar andere Perlen vorne dran machen, so vielleicht was mit Strass. Oder eine Perlkappe, ist auch hübsch. Also da sind der Fantasie und vor allen Dingen der Restekiste keine Grenzen gesetzt. Guckt einfach mal, was so da ist. Dann kriegt jede Perle einen anderen Charakter. Und das hängt er dann jetzt so lange aneinander, bis er die Länge hat, die er braucht. Macht ganz zum Schluss noch einen Verschluss dran. Hatten wir ja schon am Anfang. Am besten einen Magnetverschluss. Dann könnt ihr euer Armband auch alleine an- und ausziehen. Und das war's. Das ist unser Jeansperlenprojekt. Ich hoffe, ihr habt ganz viele eigene Ideen, die ihr da jetzt alle mit einfließen lasst. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.